So, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bioshock Infinite. Unsere Aufgabe ist es, sich nach Monument Island zu kämpfen. Und da stehen wir jetzt hier gerade an einem Tor, aber ich habe hier gerade noch was entdeckt. Eine Besteckkiste, die zwar leer ist, okay. Das Tor ist hier. Und da gehen wir jetzt mal durch. Jetzt wird's Zeit. Was ist bloß los? Oh oh. Das Ding sieht nicht ganz so freundlich aus. Oh oh. Warum greift der mich an? Boah! Leck mich doch. So. Was hat er hier für mich fallen gelassen? Salz- und Gesundheitskit. Sehr schön. Nimm Teufelskuss. Teufelskuss. Tja, man lebt noch einmal. Gib ihm! Wohlbekomm's. Oh. Achtung, ätzend. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Das war keine Kostprobe. So. Drücke L1, während du Teufelskuss ausgerüstet hast, um eine feurige Granate zu werfen. Halte L1 gedrückt und lass die Taste dann wieder los, um eine Sprengfalle aufzustellen. Alles klar. Salze voll. Munition für Pistole haben wir genommen. So, mal gucken. Bumm. Okay, explodiert also nicht gleich beim Aufkommen, sondern dauert einen kleinen Moment. Wo geht's jetzt weiter? Ist hier irgendwas Besonderes? Nein. Wie kann ich denn hier die Fähigkeit wechseln? Nein. Ich hab's Ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwarten. So, anscheinend können wir auch unsere Waffen hier upgraden. Karabiner, Revolver. Upgrade möglich. Ja, aber wie upgradet man das? Bestimmt auch an so einer Einkaufsmaschine. Schockjockey. Beherrschung haben wir aktuell ausgerüstet und Teufelskuss haben wir auch ausgerüstet. Ja, aber wie kann ich denn zwischen den beiden Sachen hin und her wechseln? Ich bin ein Erzengel für jede Arbeit. Ah. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja. Ich habe einen Mann in Georgia, der verbietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. So, L2 gedrückt halten und dann können wir hier das wechseln. Sehr schön. Und kurz drücken, dann wechseln wir das auch gleich sofort. Meine Frage ist jetzt nur, dass ich vergessen habe, was ich fragen wollte. Ist der jetzt hier von mir deaktiviert? So, wo geht's lang? Schnell hier rum. Die Leiche nehmen wir noch mit. Los geht das. Blue Ribbon, bla bla bla, bla bla. Okay. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Geschütz da hinten, aber das haben wir ja hier noch. Schießt es jetzt auf uns? Oh ja, oh ja, oh ja. Nicht gut. Gar nicht gut. Mülltonne durchsuchen. Ja, aber unsere Salze sind nicht aufgeladen. Scheiße. Nicht genügend Salze für diese Kraft. Dann müssen wir schnell hier durch. Du Scheiße.
Was war das denn hier eben? Ich bin ja gar nicht mehr klargekommen. Ah, die Musik ist so stilvoll, muss man schon mal sagen. The Rise of Columbia. Kinetoskop benutzen. Okay. Was können wir hier machen? Das Wort des Propheten präsentiert. Ein Rückblick. Oh, das, so schnell kommt man hier gar nicht mit. Also einfach zuschauen. Und selbst wenn man es auf Englisch liest, kommt man gar nicht so schnell mit. Also, wenn wir hier einen Erfolg wollen, müssen wir uns wohl diese ganzen Kinetoskope angucken. Vor allem ist die deutsche Schrift viel zu klein hier, die Untertitel, finde ich. Da muss man sich richtig anstrengen, um das zu lesen. Also, ein Minuspunkt für BioShock Infinite. Die Untertitel sind zu klein. Bitte patchen. Danke. Der sieht ja ein bisschen gruselig aus hier, wie der Weihnachtsmann. So, noch ein letztes. Das hätten wir zum Glück geschafft. Da hinten ist irgendwas los. Wir haben Gesellschaft, kann man so sagen. Warum Bier folgen trinken. Sie mir? Limonade Warum trinken. Folgen Sie uns? Ich. Sammeln wir hier nochmal schnell die ganzen Trinkgelder auf. Ey. Zigaretten rauchen und wir konsumieren dabei Salz. Das ist auch irgendwie geil. Wenn man jetzt Chips isst und dadurch Gesundheit bekommt, das kann ich ja auch gerade noch verstehen, aber... Ich verstehe nicht, wie man aus einer Zigarette Salz bekommen kann. Naja. Registrierkasse durchsuchen. Was haben wir hier? Kleine Salzampulle, sehr schön. Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Oh, was haben wir denn jetzt hier? Schild-Upgrade. Schild. Fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Kann nie schaden. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Okay. Es kann mich töten, muss mich aber nicht töten. Voxophon. Spielen wir mal. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht... 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Was bringt es denn, wenn ich das Waschbecken hier benutze? Ist das einfach nur ein Gimmick? Anscheinend. Naja. Egal. So. Oh, zwei Tauben. Boah, so ein bisschen crazy ist das hier ja schon mit den Gebäuden, ne? Da darf man nicht zu lange hingucken. So, kommt hier jetzt was in meine Nähe oder nicht? Hier kommt auf jeden Fall irgendwas nach oben. Oder fahren wir etwa runter? Ich habe keine Ahnung. Um dich an einem Frachthaken festzuhalten, siehst du ihn an und drückst X. Okay.
ich mich mit diesem Wow. Der Haken muss magnetisch sein. Alter Schwede, krass. Krasse Scheiße. Skyline-Angriff. Geil. Ey, wenn das mal nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, Maschinengewehr. So schnell hat man hier ein Maschinengewehr. Geil. Na gut, nicht gleich die ganze Munition verballern hier, sondern erstmal einen kleinen Moment abwarten. Boah, sag mal. Was fällt dir denn ein? Ich glaube, es hackt bei dir. Alter Schwede. So, Schilde aufgeladen, Gesundheit aufgeladen. Ich bin zufrieden. Wo ist er denn? Ich höre hier jemanden, aber ich sehe ihn nicht. Boah. Scheiße. Der falsche Hirte ist hier. Er will unser Lamm rauben und auf Rückwege führen. Salzampulle, Tasche. Okay. Ist das Schiff immer noch da? Okay, das ist ein automatisches Geschütz. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Oh, was ist das jetzt? Wow. Wow. Scheiße. Scheiße. Leck mich doch am Arsch. Boah. Alter Schwede. Hatte ich eben Panik. Boah. Krasse Scheiße. Wo müssen wir lang? Da lang. Okay. Let's go. Jetzt fängt das hier an, ein bisschen actiongeladener zu werden. Und zwar nicht zu knapp. Können wir da hinspringen? Und da. Wow. Bewahren Sie Ruhe und verschließen Sie, wenn nötig, die Türen. Der Prophet hat diesen Tag vorhergesehen und es ist... Boah. Alter Schwede. Das geht gut ab hier. Dein Kopf wird rollen. Wo ist er? Ich hab wirklich Angst vor dem Geschütz da hinten. Vor allem haben wir auch nicht mehr genügend Salz, um das zu deaktivieren. Muss ich jetzt lang? Ah. Dann mal schnell weiter jetzt hier. Okay, das ballert immer noch auf die gleiche Stelle, das Geschütz. Das ist gut. Ob das jetzt ein Bug ist, ist mir gerade erstmal ziemlich egal. Gesundheit aufgeladen. Salz brauchen wir trotzdem noch. Schade. 25 Salz, naja, immerhin. Ein Treffen der Columbia-Freunde der Negro Society. Pastor Atkins predigt über das Thema: Solange der Neger nicht gleich ist, ist niemand von uns gleich. Okay, was möchte uns dieses Plakat sagen? Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein. Eine kleine Speisekammer. Cornflakes, Cornflakes. Mmh.
schön. Und die Salze auch wieder ein bisschen aufgeladen. Das ist er. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Drogenfahndung, aufmachen. Was soll ich jetzt tun? Soll ich die Tür jetzt öffnen? Kann ich gar nicht. Ruhe bewahren. Okay, also Toilette benutzen. Ja, da musste auch mal dringend gespült werden. Okay. Was haben wir hier? Oh, was ist das? Salz. Whisky trinken. Nö, jetzt haben wir gerade so schön unser Salz hier aufgeladen. Unsere Gesundheit ist ja auch voll, also lassen wir das mal bleiben. Nö. Im Moment geht's uns ja gut, deswegen brauchen wir auch nichts Großartiges machen. So. Hier durch die Tür durch. Führt meine Hand in der Schuhe. Okay. Junge. Sonst geht's dir noch gut, oder was? Hab ich dir gesagt, du sollst mich angreifen, oder was? Immer diese Aggression hier. Also das missfällt mir etwas. Boah, leck mich. Er ist jetzt auf meiner Seite. Nein, bleib weg von mir. Oh. Okay, also die Viecher, die sind nicht ganz so leicht zu besiegen. Die halten ordentlich was aus. Oh, da hinten ist schon wieder so ein scheiß Geschütz, ey. Die Dinger sind echt ein bisschen nervig. Da hinten ist irgendein Shop. Mal gucken, was der hat. So, Gesundheitskit. Salz. Das ist alles so teuer. Oder kriegt man jetzt hier am Anfang noch nicht so viel Geld? Nee, da kaufe ich nichts. Der ist mir zu teuer. Weil hier finden wir genau das Gleiche. Schießkassette. Hui. Also Leute, das war schon mal der erste richtige Fight. Also beziehungsweise würde ich das als richtigen Fight bezeichnen, der uns hier im Spiel begegnet ist. Boah, scheiße. Das Geschütz hat uns wieder erfasst. Das finde ich sehr unschön. Alter, was für eine Reichweite hat das Ding? So, was steht hier drauf? Comstock bekämpft die Schlange der Nation. Okay. Sehr schön.
Bisschen gruselig hier. Oh oh. Noch ein bisschen gruseliger. Boah. Alter, ich dachte gerade, da steht jemand. Das Obst sieht aber nicht mehr so frisch aus hier. Leute, das ist voll verkommen hier. Macht hier mal sauber. Wow. Greift er mich jetzt an? Was ist jetzt los? Alter. Hallo. Die haben mich also die ganze Zeit nicht gesehen, oder was? Sag doch was. Mein Gott, die sehen hier jetzt ja wirklich nicht aus wie Gegner, ey. Krasse Scheiße. Wo soll man das denn wissen? Alter. Ich würde jetzt hier gar nichts mehr schocken. Darum nachher. Unser Salz ist aufgeladen. Oh, hier ist ein Voxophon. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Für Gott und Vaterland. Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Oh. Der Ku Klux Klan ist auch anwesend. Bloß nicht in weiß, sondern in schwarz oder dunkelblau. Da weicht er unser Prophet nicht. Will er nicht hin. Er will ihm nach. Ja. Leute. Das wollt ihr nicht. Wollt ihr euch prügeln? Schluss jetzt hier. Kann ja wohl nicht angehen. Was haben wir denn da hinten? Kommen wir da von oben irgendwie ran? Boah, scheiße, ich habe gar nicht auf meine Gesundheit geachtet. Darf man auch nicht vernachlässigen. Hallo? Ergib dich! Boah, Junge. Du bist mal ganz leise. Muss eindeutig darunter. Hier zu diesem, was auch immer da jetzt kommen mag. Warte, ich möchte mir noch mal gerne den Altar angucken. Ja. Schick, schick. Kurz nach 1 Uhr heute Nachmittag startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum äußersten... Leise.
Leute, jetzt müssen wir das Mädchen doch hier gleich mal finden. Oh, ein Verkaufsautomat. Gesundheit ist bei uns okay. Eigentlich ist alles bei uns okay. Gesundheit, Salz, alles okay. Eine Garantie? Wer hat schon Zeit für all den Papierkram? Was ist hier? Schon wieder dieser gruselige Weihnachtsmann. Ein Indianer. Das Lustige ist, wir sehen gar keinen Schatten, wenn wir direkt davor stehen. Normalerweise. Oder? Nö. Naja, egal. Was haben wir hier für einen Automaten? Ein Voxophon von so einem Ku Klux Klan Anhänger. Liebe Mutter von Columbia, warum beten wir drei Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Das sah fies aus. Ups. Leite mich, Lady Wow. Wow. Wow! Scheiße! Scheiße! Stirb! Boah, ey, ich hab voll... Ich verliere hier vollkommen die Orientierung. Alter Schwede. Was ist das? Irgendeine neue Kraft? Killercreme. Teuflisches Zeug, das. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Hold and release to create a nest trap. Drücke L1, um mörderische Krähen herbeizurufen, die deine Feinde betäuben und verletzen. Halte L1 gedrückt und lasse los, um eine Nestfalle aufzustehen. Während Krähenangriff nehmen Gegner mehr Schaden. Okay. Dann möchte ich jetzt bitte Krähenangriff und Teufelskuss haben. Dann probieren wir es doch gleich mal aus. Attacke! Mörderkrähen, Attacke! Boah. Ich glaube, es geht hier los. So. Der falsche Hirte, dieser Anarchist, ist entweder ein zwerghafter Mulatte oder ein einäugiger Franzose, nicht größer als 1,42. Ich bin größer als 1,42. Und mit diesen Worten möchte ich mich ganz gerne wieder von euch verabschieden. Die Aufnahmezeit ist voll.
Das Spiel nimmt jetzt so langsam Fahrt auf. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich, kommentiert das Video und gebt mir einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal, euer Epic Rookie. Tschö.